Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Und heute geht es mal wieder um die Super Soko TC Pro respektive TC Max. Und ich möchte euch mal in diesem Zusammenhang den Zubehörakku von AliExpress vorstellen, denn den habe ich mir mal ausgeliehen und wollte einfach mal schauen, wie der so ist, was der so kann und das heute im Video vorstellen. Ja, hier habt ihr den Originalakku, hier den von AliExpress und nach dem Intro geht's weiter. Electric Dave. Ja, dann würde ich direkt mal beginnen mit dem Vergleichen der beiden Akkus. Äußerlich unterscheiden sie sich von der Form her schon mal gar nicht erstmal. Natürlich, man sieht, das Gehäuse ist etwas anders aufgebaut. Wir haben hier ein Metallgehäuse mit Kunststoffdeckel. Hier besteht es komplett aus Metall. Könnte daran liegen, dass der Akku deutlich schwerer ist. Ja, wie viel er schwerer ist, das würde ich sagen, testen wir jetzt direkt mal. So. Dazu habe ich jetzt hier meine ungeeichte Personenwaage aus dem Badezimmer geholt und will einfach mal gucken, hier ist der Originalakku, was der auf die Waage bringt. Stellen den diagonal drauf, dann können wir das wunderbar machen. 21,3 Kilogramm. Na, der ist vollgeladen, deswegen ist er wahrscheinlich so schwer. Nein, das macht natürlich keinen Unterschied, aber wir wissen jetzt, was er wiegt. Und jetzt kommen wir hier zu dem AliExpress-Akku. Ja, fühlt sich jetzt genauso schwer an im ersten Moment, aber wir gucken mal, stellen ihn auch genauso drauf wie den anderen. Ach ja, guck an, 24,1, also er hat ja gute 2 Kilo mehr, also 3 Kilo mehr, sorry. Ja, das ist doch schon mal ein Unterschied, wenn man überlegt, diese Kilos in kleinen Zellen, macht natürlich deutlich viel mehr aus. Ja, somit haben wir ein viel geringeres Mehrgewicht, als ich jetzt erwartet hätte. Wir haben jetzt hier 3 Kilo mehr. Das ist nichts, was man wirklich merkt oder so an Gewicht bei so einem Motorrad. Und ja, warum ist er schwerer? Klar, er hat eine etwas andere Gehäusematerialart, aber insbesondere, weil er größer ist. Er hat mehr Zellen drin, er hat eine höhere Kapazität. Ja, den gibt es auch in verschiedenen Varianten. Ich kann euch das ja gerade mal aufzeigen. Erstmal gucken wir uns den hier an. Hier haben wir nämlich einen Aufkleber drauf, der sagt uns auch genau, was hier drin steckt. Und zwar, wir haben den TC Max, ja, Max und Pro ist ja quasi das gleiche. Und ja, der Akku hat eine Spannung von 72 Volt und in diesem Fall eine Kapazität von 65 Amperestunden. Ja. Die Ladeschlussspannung sind 84 Volt und die Leerspannung, wenn er wirklich ausschaltet, sind 60 Volt. Da macht der Akku auch dicht. Ich wackel ein bisschen, sorry. So, die maximale Stromstärke, die wir dem Akku entnehmen können, sind 100 Ampere. Und das maximale Laden, was wir dem Akku zumuten können, sind 10 Ampere. Das passt gut, denn bei der Super Soko TC Pro haben wir ein 10 Ampere Ladegerät dabei. Das ist das Schnellladegerät. So, jetzt gibt es den Akku noch in anderen Varianten, dazu habe ich mir einen kleinen Spicker hier geschrieben. Und zwar gibt es den nicht nur mit 65 Amperestunden, so wie wir jetzt haben, sondern auch noch mit 53 Amperestunden. Ja, schön, wenn man das weiß, aber was hat denn der Originale? Der Originale, der hat 45. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo draufsteht. Nee, es steht jetzt hier nicht drauf. Nee, aber ich weiß es. Der hat 45 Amperestunden und um das mal in Kilowattstunden umzurechnen, damit ihr vielleicht eher wisst, was gemeint ist. Also der Originale, der hat 3,2 Kilowattstunden. Ja, das ist im etwa genauso viel wie die kleine Super Soko mit 2 Akkus. Also 3,2 Kilowattstunden. Und der nächstgrößere mit 54 Amperestunden, der hat dann 3,8 Kilowattstunden. Und der hier ist ja der größere mit 65 Amperestunden, der hat 4,7 Kilowattstunden. Das ist natürlich eine Menge Holz, 4,7 Kilowattstunden, also fast 5 Kilowattstunden in dem Mopedchen. Dafür, dass das nicht so viel wiegt. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, finde ich. Natürlich, wie viel man davon nutzen kann, etc., das ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist rein rechnerisch das, was wir an Kilowattstunden hier an Energie verfügbar haben. Jetzt muss man bedenken, man hat ja nicht von Anfang bis Ende die volle Leistungsfähigkeit des Akkus. Wie gesagt, mit der sinkenden Spannung sinkt ja auch die Leistung. Aber das ist ein anderes Thema. So, ich habe mir noch notiert hier die Preise und zwar für den 53 Amperestunden Akku, also den nächstgrößeren nach dem Originalen, zahlt man 2.100 Euro bei AliExpress aktuell
mit dem Datum Ende August, Anfang September 2023. Und für den hier zahlt man 2200 Euro. Also eigentlich nur 100 Euro Unterschied. Das ist nicht viel, muss ich schon sagen. Ich würde dann doch eher den größeren nehmen. Ne? Wie gesagt, ihr könnt euch unten in der Videobeschreibung mal anschauen. Ich habe die Teile mal verlinkt. Da könnt ihr schauen. Es gibt auch noch viele andere Hersteller. Ich bin jetzt gar nicht gesponsert von irgendeinem. Es gibt viele andere Hersteller, die auch noch Akkus anbieten in anderen Gehäusen und anderen Möglichkeiten. Aber den habe ich jetzt seit einem Jahr im Test. Und deswegen kann ich zu dem schon was sagen. Das machen wir jetzt auch. Also der Akku hier hat auch einen Tragegriff, so wie die anderen auch natürlich. Und den ganz normalen Originalanschluss. Hier in dem Fall haben wir den 6-Pin-Anschluss. Es gibt den auch mal mit 7-Pin. Je nachdem, in welchem Land ihr seid, gibt es verschiedene Super-Soko-Versionen. Da müsst ihr darauf achten. Wenn ihr den bestellt, guckt vorher an eurem Original-Akku, wie viele Löcher sind da drin. Und dann könnt ihr euch den richtigen bei AliExpress auswählen. Denn da gibt es mir zwei Optionen. 6-Pin und 7-Pin. Gut. Dann, was auch eine ganz, ganz, ganz coole Sache ist hier und darauf würde ich auch nie verzichten wollen, ist, wir haben hier ein Smart BMS drin. Das heißt, wir haben, ihr seht es auch hier schon, ein Bluetooth-fähiges BMS. Das BMS hat den Namen, also das ist der Bluetooth-Name, da könnt ihr den quasi finden im Smartphone. Und wir haben hier zusätzlich sogar noch eine kleine Anzeige, da können wir jederzeit den Status des Akkus abfragen, wenn wir den irgendwo in der Ecke stehen haben, im Winter oder so, dann wissen wir, ach gut, er hat sich gerade nicht entladen, er ist nicht leer. Wir können sehen, wie er den Stand hat. Bei der anderen müsste man ihn ins Fahrzeug einbauen und anschalten, damit man sehen kann beim Originalen. Ja, man hat auch hier noch andere Einstellungsmöglichkeiten, glaube ich, oder wenn man länger drückt, aber nichts Besonderes. Man sieht den Ladestrom unten, man sieht die Spannung und man sieht die Prozente. Das ist erstmal so das Wichtigste und ich würde sagen, wir schaffen ihn mal in die Super-Soko rein. So, eingesetzt wird er ganz normal wie jeder andere Akku, bei der Super-Soko auch, einfach von oben reinschieben. Hat die gleichen Abmaße, da hat sich nichts geändert. Es ist halt ja, 3 Kilo mehr, die man da jetzt reinwuchten muss, aber das ist so oder so relativ schwer. Also ich habe ihn eigentlich nie draußen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lade den immer so über den Fahrzeugstecker. So, jetzt ist er eingerastet. Wir können den Stecker reinstecken, sichern ihn, Sicherung an, Deckel zu. Gut. Ja, das Fahrzeug funktioniert auch einwandfrei damit. Also wie gesagt, ich kann es jetzt anmachen, ich kann es aber auch auslassen. Ich würde sagen, wir starten mal die App von Yangyang. Das ist die App, wo wir auf den Akku zugreifen können. Das ist super gut hier. Hat jetzt automatisch verbunden. Normalerweise wäre das jetzt so, ich würde auf Bluetooth hier oben gehen, auf das Symbol oben neben die Device List und dann sehe ich hier YY SOKO B0D5. Das war das, was auf dem Akku auch drauf stand und dann haben wir den richtigen. So, wir haben jetzt 100%, ich habe ihn voll aufgeladen. Und da sehen wir oben rechts die Spannung, unten drunter auch die Ampere. Wie gesagt, das Fahrzeug hat ja auch ein UMTS-Modul, ja, hat eine Internetverbindung für die App der Super-Soko. Deswegen kann es sein, dass da immer ein kleiner Strom auch fließt. Und drunter sehen wir auch die Kapazität, 65 Amperestunden. Und darunter noch ein paar Temperaturen von den Zellen und auch die maximale und minimale Spannung. Ja, dann haben wir eine tolle Anzeige hier, eine Reihe, wo wir sehen können, ja, wie der Balance-Status ist. Weil das Ding hat einen Balancer drin. Und da sehen wir, ja, wie ist denn der aktuelle Status der Zellen. Sind die alle ausbalanciert? Das sieht hier sehr gut aus. Dafür, dass er gerade erst geladen wurde, ist er noch am Arbeiten. Seht an den Blitzen, seht ihr, dass da gerade noch Strom verbrannt wird, weil da noch zu viel drin ist. Und ob das jetzt einen aktiven oder einen passiven Balancer hat, weiß ich nicht. Ich glaube eher einen passiven. Wäre typisch eigentlich für solche Geräte. So, dann haben wir unten auch ganz gut noch eine Anzeige für das BMS-Temperatur, 29 Grad und innere und äußere Akkutemperatur. Wir haben zwei Punkte, wo ein Thermometer drin sitzt, ein Thermosensor. Da haben wir 19 und 20 Grad. Und dann können wir auch sehen, wenn der Akku jetzt wirklich viel gefahren wird und viel geladen wird, dass der auch deutlich wärmer wird. Und da kann ich euch schon mal sagen, an einem heißen Tag bei Stufe 2 könnt ihr unendlich fahren und laden, wird der Akku nicht zu heiß. Auf Stufe 3 ist es dann schon was anderes. Ja, dann gibt es halt noch ein paar andere Funktionen hier, aber die sind jetzt nicht so relevant. Wie gesagt, das ist so die Übersicht. Die kann man auch während der Fahrt sich in die Handyhalterung stecken und hat dann quasi die volle Kontrolle über das Fahrzeug, also Übersicht. Gut, soviel zur App.
Ich denke mal, die meisten von euch wird interessieren, wie verhält sich das Fahrzeug mit dem Akku. Leistungstechnisch kann ich schon mal sagen, ist gleich. Also wie gesagt, wir können hier die gleiche Leistung ziehen. Ich habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Und ich bin viele, viele Kilometer mit dem Akku gefahren. Er hat wunderbare Leistung, wie original auch. Nicht mehr und auch nicht weniger. Aber wir haben mehr Kapazität, also mehr Reichweite. Ne? Reichweite ist bei so einem Fahrzeug schwer anzugeben. Wie gesagt, wenn ich fahre oder wenn Lea fährt, macht das einen riesen Unterschied. Lea fährt schon mit dem originalen Akku 70, 80 Kilometer fast. Und während ich 55 bis 60 nur fahre. Deswegen, also dem Akku fährt sie weit über 100 und ich halt mehr etwas. Aber da ich nie so exakt drauf geachtet habe, würde ich sagen, wir testen es jetzt heute mal. Wir fahren jetzt einfach mal eine Strecke und ich gucke, nehme euch mit. Und am Schluss gucken wir dann, wie weit bin ich gekommen mit dem Akku. Ich gebe gleich einen Hinweis. Also ich wohne hier relativ hoch auf dem Berg. Egal in welche Richtung ich fahre immer bergab. Und muss aber rückzugs auch wieder bergauf. Also würde ich sagen, gleicht sich das aus, als wenn ich in der Ebene fahren würde. Ist nicht ganz richtig, aber ja, man muss es realistisch betrachten. Und ich wohne halt hier, also was soll ich da jetzt rumhadern? Ja? Gut, dann ich werfe die Montur, schmeiße die Kamera um die Brust und dann geht's los. Gut, dann das ist der Kilometerstand beim Start. Das Display sauber machen. 5090, kann man sich gut merken. Und gleichzeitig tracke ich aber auch noch die Fahrt mit. So, das dürfte funktionieren. Wir starten. Natürlich fahren wir Stufe 3, was auch sonst. Wie gesagt, Stufe 2 ist deutlich sparsamer. Stufe 1 schafft ihr ja wahrscheinlich 180 Kilometer oder so. Das müsste man nochmal separat rausfinden. Aber wie gesagt, wir fahren einfach erstmal los. Wir machen das ganz realistisch, so dass ja keine Schleicherei stattfindet, sondern wir fahren ganz normal, so wie es sich gehört. Okay, ich merke schon, nach links habe ich Traktor, LKW und das volle Programm. Jetzt würde ich nach rechts fahren, aber rechts die Strecke, weiß nicht. Ich habe keine Lust drauf eigentlich. Na, wir gucken mal. So, natürlich schauen wir auch gerade mal nach dem Wind. So, wir haben jetzt gerade Gegenwind. Nur so als Hinweis. Wenn wir jetzt Gegenwind haben, haben wir aber dann auch rückzugs wieder Rückenwind. Das ist dann immer sehr gut. So, jetzt haben wir diesen Traktor und den LKW natürlich. Und keiner kann den anderen überholen. Ah, das ist natürlich immer wieder wunderbar, wie das anfängt hier. Na gut, dann ziehen wir derzeit mal den Handschuh entspannt aus hier und wechseln mal zu der App. Vom WMS. So. Da sieht alles gut aus. Dann können wir ja oben auch den Live sehen, wie viel Ampere wir brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gas gebe, dann seht ihr da 33, je nachdem, wie weit ich Gas gebe. Und ja, eine Sache, die mir aufgefallen ist, wie gesagt, ich bin ja jetzt einige, ich kann sagen, schon 2000 Kilometer mit dem Ding gefahren, mit dem Akku. Was mir aufgefallen ist, wenn man die App anhat, kommt es manchmal zu kleinen Rucklern beim Gasgeben. Das ist nur, wenn man die App verbunden hat. Als wäre das BMS dann quasi so ausgelastet. Das ist so ein bisschen seltsam, also ein bisschen störend auch. Weil man gibt Gas und plötzlich nimmt das Gas einem kurz weg wieder und dann gibt das wieder. Und das hat man hin und wieder mal. Nicht immer, aber nur, wenn die App an ist. Ohne App habe ich das nie gehabt. Deswegen, also, das ist auch nochmal eine interessante Beobachtung gewesen. Ja, wenn das so weiterläuft, komme ich gar nicht mehr in die Pötte. Ich überlege jetzt gerade mal, wo ich hinfahren könnte. Wir könnten Richtung Fulda fahren. Ich muss natürlich auch bedenken, dass ich wieder heimkommen muss. Dass ich nicht unterwegs irgendwo eingesammelt werden muss am Schluss. Also innerorts muss ich sagen, finde ich sehr praktisch, wenn man auf die Stufe 1 schaltet, muss man ständig den Gasgriff halten, weil der Gasgriff sehr schlecht programmiert ist. Also da gibt es ziemlich schnell viel zu viel Strom. Und ja, so mit Stufe 1 fährt er jetzt laut Tacho 49 km/h
Das sind wahrscheinlich in Wirklichkeit weniger. Ich kann ja gerade mal gucken, was meine Tracking-App sagt. Die ist etwas genauer, was die Kilometer-kmh betrifft. 45 fahre ich scheinbar, obwohl das Tacho jetzt 50 anzeigt. Also wir haben hier 5 km/h Differenz. Das ist ja echt noch okay. Da kann man nichts sagen. Also. Ja, und aufgrund der Geschichte mit dem Gegenwind komme ich jetzt auch nicht über 85 km/h. Wie gesagt, ich sitze ja sehr aufrecht auf dem Teil hier, weil die Kamera vorne an mir positioniert ist nochmal. Also nicht die optimalen Windbedingungen, aber das ist auch wurscht. Wie gesagt, wenn ich jetzt in die andere Richtung fahre, bis leicht bergauf, da komme ich dann auch nicht mehr so schnell. Also gleicht sich das wirklich fast aus hier, kann man sagen. Wenn ich jetzt in die andere Richtung gefahren wäre mit leichtem Bergab, wäre ich natürlich über 100 km/h auch, ja, gekommen, aber ja, darum geht es ja nicht. Ne? Wie gesagt, die Kiste, es ist, in meinen Augen ist das ein 80er. Das erinnert mich so an meine Yamaha DT80, mein erstes Moped, was ich hatte. Und ja, die hat in etwa ein ähnliches Leistungsspektrum, auch so Geschwindigkeiten. Ne? Also wenn man sie nicht getuned hätte. Was ich natürlich nicht getan habe. Also, ein kleiner Zeitsprung. Ich wollte nicht alles filmen, es ist ein bisschen langweilig. Wir sind jetzt hier bei 68% laut dem Akku und ja, mein Tracker zeigt 33 ja, Kilometer an etwa. Hier zeigt es ein bisschen mehr an, seht ihr, deutlich mehr, aber das ist halt einfach, weil die Super Soko nicht so genau ist im Tacho. Ja, wir können ja mal gucken, was sagt denn unser Akku. Der sagt auch 68% und wir haben jetzt ja 29, 30 Grad Celsius drin, mehr haben wir nicht. Also alles ziemlich entspannt. Gut, ich würde sagen, ich fahre jetzt bis hierher und drehe um und fahre die gleiche Strecke wieder zurück, um diese Vorteile, die ich jetzt auf dieser Strecke gehabt habe, ja, rückwirkend wieder als Nachteil zu haben. Also wir fahren einfach wieder zurück jetzt, diesen gleichen Weg. Ich mache das jetzt so, ich fahre jetzt bei 68% los, weil ich weiß, dass dieser Akku bei 10-15% plötzlich auf Null springt. Ich weiß, das habe ich noch nicht erwähnt, aber das ist so ein Punkt, der ist mir bisher ja immer wieder aufgefallen, dass es halt so ist. Warum es so ist, weiß ich nicht, aber es ist so und deswegen plane ich dieses bisschen ein. Deswegen sage ich jetzt mal, wir starten jetzt hier und fahren wieder zurück. Den gleichen Weg, den wir auch gekommen sind. Auf geht's! Was man jetzt merkt, bei 66% fällt es der Maschine auch immer schwerer, über die 80 km/h laut Tacho zu kommen. Das sind zwar ja, immer noch nicht mal 70 km/h laut GPS, aber ja. Also man merkt, die Spannung lässt nach. Ich habe jetzt auch gerade Gegenwind hier, es geht leicht bergauf und wir kommen hier maximal auf ja, 75 Tacho, 67 GPS. Es ist also quasi schon ein bisschen schwächer. Tut aber der Sache keinen Abriss, macht trotzdem Spaß. Wie gesagt, innerorts fahre ich ja hier das, was erlaubt ist und wie es halt der Verkehr nur zulässt. Außerorts gebe ich alles, was geht. Na, das ist außerorts nicht so viel, deswegen passt das immer. Ja, also Leute. Ich bin jetzt kurz vor zu Hause. Ich habe jetzt hier noch 1,5 Kilometer bis nach Hause und habe aber noch 29% drin. Ne? Da habe ich mir ein bisschen verschätzt. Ne? Hätte ich dann doch nicht gedacht, dass es so viel geht. Ja, ich bin inzwischen bei 65 Kilometern gefahren. Also echten 65. Laut dem Soko-Tacho bin ich schon über 71 Kilometer gefahren. Ja, aber wir nehmen jetzt die echten Kilometer. Dann die sind jetzt hier realistischer, würde ich sagen. Und ja, das heißt, ich werde jetzt nicht zu Hause ankommen und sagen, ja, ihr habt da noch 25% Rest, sondern ich werde einfach ein Stück weiterfahren und dann wieder ein Stück zurück, um das einfach möglichst ein bisschen weiter runter zu kriegen noch. Ne? Denn ich bin mir sicher, da geht noch ein bisschen was.
Ja, was auch geht, ist, die Geschwindigkeit geht runter. Ich habe jetzt hier bergauf bei 28% eine Geschwindigkeit von 61 km/h. Ja, also laut Soko Taro sind es hier 69, aber tatsächlich 61. Und ja, mehr ist jetzt auch nicht mehr drin auf der Bergaufstrecke hier. Das heißt, bergab geht dann natürlich noch ein bisschen mehr. Das könnte jetzt gleich wieder hochgehen, aber das ist der aktuelle Stand. So, jetzt sind wir in meinem Ort wieder angekommen hier. Und dann will ich doch erstmal die Geschwindigkeit innerorts anpassen. Und dann gibt man außerorts wieder ein bisschen Strom. So, ich bin jetzt vorbeigefahren in meiner Einfahrt. Versuche noch ein bisschen was rauszukitzeln aus dem Akku. Aber das zieht sich ganz schön, muss ich sagen. So, interessanterweise fängt er jetzt bei 20% an zu blinken. Ich bin mir sicher, das macht meine Soko, meine 50er, erst ab 10%. Naja, gut. Ab 20% blinkt er hier schon. Und ja, wir sind jetzt bei 70 Kilometern. Haben noch 19% jetzt. Und ich denke mal, das passt. So können wir jetzt nach Hause fahren. Und lassen uns den Puffer drin, denn den brauchen wir auf jeden Fall. Wir würden das Ding ja auch nicht ganz leer fahren. So, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir sind wieder in meiner Straße angekommen und der Akku ist wirklich so gut wie leer, würde ich mal sagen. Noch leerer würde ich nicht fahren wollen. So, wie es aussieht, bin ich da. Super. Hallo. Und erstmal Stopp. Gut, wir sind jetzt da. Laut dem Soko Taro haben wir 81 Kilometer gefahren. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn wir sind tatsächlich nur 73 gefahren. Aber 73 Kilometer, das schaffe ich mit dem Original-Akku definitiv nicht. Und hier können wir auch sehen, dass ich einiges an Höhenmeter gemacht habe. Ich hatte hier 330 Höhenmeter Unterschiede. Maximal 633 und dann bin ich auf 300 Meter runtergefahren. So, meine Durchschnittsgeschwindigkeit, die sehe ich auch hier oben, sind genau 50 km/h und die Höchstgeschwindigkeit 84. Ja, ihr seht hier, es blinkt bei 14%. 14%, das ist jetzt nicht leer, würden viele sagen, aber bei diesem Akku, der hat halt irgendwie so einen Tick, der geht einfach ein bisschen früher aus. Der schaltet eher so bei zwischen 10% und 15%, macht er einfach schon, ja, drosselt der einen runter und dann hat man noch, ich sage jetzt mal, einen Kilometer im Schleichenmodus, wenn man Glück hat. Und das wollte ich nicht riskieren. Ja. Und wo wir gerade hier auf dieses Lithium-Ding zeigen, da Kinderarbeit, passt ja, ne? Nein. Der Jens. Der Spender des Akkus, wollte ich eigentlich sagen. Genau, ja, vielen, vielen Dank für den Akku. Du hast mir den jetzt fast ein ganzes Jahr geliehen. Genau. Ich konnte den testen. Sehr, sehr schön. Danke. Du hast ja auch eine Super Soko TC Pro. Genau, die gleiche. Welche Nummer hast du eigentlich? 23? 29. Ich habe die Nummer 8. Oh, wow. Ja, du bist ja mit der am eCannonball 2021, letztes Jahr 22, mitgefahren. Genau. Das halbe Herz habe ich geschafft. Das halbe Herz, ja gut. Doch, am Anfang einfach zu schnell gefahren, gell? Ja, auf der Autobahn, genau die Streckenführung bin ich gefahren und dann hat sie ordentlich gezogen und das war einfach nicht schaffbar. Ja, ja, das ist, ja, ist halt dafür nicht so ganz geeignet, wenn man das, man muss erstmal testen, taktisch, wie man es am besten macht. Genau. So, aber wir haben den Test ja vollzogen, der Akku ist jetzt schön warm, wir können auch noch mal gucken in der App,
was er denn hier anzeigt. So, wo sind wir? Hier unten da. 37 Grad ist die wärmste Temperatur. Also nicht der Rede wert. Ich weiß, dass er bis 58 Grad geht, ohne abzuschalten. Deswegen. Und weiter habe ich noch nicht geschafft. Somit alles cool. Wir sind jetzt hier bei 67 Volt immer noch. Also eigentlich wäre noch Luft theoretisch. Wahnsinn, sogar die Frisur sitzt noch trotz anderthalb Stunden Helm. Genial. Ja, ich bin fertig mit meinem Test mit der Super Soko TC Pro. Hab den AliExpress Akku getestet und ja, für gut befunden. Wie gesagt, ich habe den jetzt länger getestet. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass man halt bei den Prozenten immer mal so 10-15% abziehen muss, wenn man unterwegs ist. Das sollte man immer kalkulieren. Ansonsten funktioniert er einwandfrei und man hat doch deutlich spürbar mehr an Kapazität und auch Reichweite. Ja, wie gesagt, ich habe euch den Akku mal unten in der Videobeschreibung verlinkt und auch ein paar andere als Alternative. Und wenn euch interessiert, könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten zur Super Soko kommen auch noch extra Videos. Habe ich ein bisschen wenig bisher gemacht, aber kann ja noch. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Electric Dave und nochmal danke an den Jens.